So, heute ist der Tag gekommen, den wir wieder mal weiterleveln. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich klinge wahrscheinlich auch so und ich habe irgendwie so gefühlt die ganze Nacht nichts gepennt, weil es einfach wieder scheiße warm ist. Aber ja, jetzt ist der Moment zum Aufnehmen und zum Weiterleveln. Jetzt muss ich überall XP draus machen, verdammte Scheiße. Also es geht jetzt in Richtung 80 Master, nicht mehr. Aber ja, also die Sache ist erstmal die. Ich habe einen Buildposter gemacht, ich habe mal Force Master gelevelt und ja, ist einfach wichtig, damit wir die ganzen Buffs haben und so weiter. Oh Gott, der Tank hat nur 12,9 kHP gestattet, 18 kHP. Oh Gott. Ich habe jetzt mehr erwartet. Viel mehr, wenn ich ehrlich bin. Das ist gerade ein bisschen enttäuschend irgendwie. Ein bisschen sehr enttäuschend. Ich habe 103 Decks Stock. Also, was heißt Stock? Hier, ohne alles. Naja, okay. Was kriegen wir hier an XP momentan? Das Pet levelt nicht, okay. Ja, gut, XP. Sind das nicht ganz so toll? Wir leveln es aktuell auch ohne Amplis, weil bis Level 80 ist halt ein Witz, mit Amplis zu leveln. Aber abgesehen davon, Fuzzy Friends. Aha. Abgesehen davon, glaube ich, sind die XP gar nicht mal so kacke. Zumindest scheint es irgendwie aktuell so. Wo ist der Scheiß Knight schon wieder? Ach, du Kack-Knight. Ah, yo, ich habe noch den Master Skill jetzt. Ja, eigentlich müssen wir mal kurz nochmal zurück oder so. Das andere zurück, hier zurück. Ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will, wie gesagt, halt Unlock farmen. Das Problem ist, ich kann nur viermal am Tag farmen und ansonsten kann ich jetzt. Wobei, warte mal, wir haben noch. Ha. Wir haben ja noch. Isle of Dreams. Oh nee, das haben die hier angehoben. Warum haben die es angehoben? Na. Welches Level wird der Boss sein? Wahrscheinlich hat 90 oder so. Ach, ist das Kacke. Wilds ist halt bis 80. Warum ist Wilds bis 80? Ah, nee, warte mal. Also 80 Master halt, ja. Aber ich brauche 44 kHP? Junge, man hat aktuell 18k und hat jetzt eigentlich schon okay Equipment, würde ich jetzt mal sagen. Mehr Damage. 70. So, erstmal aktivieren hier. Ach ja, genau. Jetzt schalte Damage auch mal. ja, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch gerade, dass beide Charaktere gleichzeitig zu leveln ist auch nicht so geil. Ist vielleicht gerade auch nicht so eine meiner klügsten Ideen. Müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. Wobei auch die Mutant gehen würden. Ja, gut, wir machen jetzt einfach über Masse. Mal schauen. Ich meine, XP-technisch sind die jetzt nicht so schlecht. Ja, gut, 7% pro Mob. Es ist jetzt nicht so schlecht. Aber es ist jetzt natürlich. Wobei, wir sind schon 62. Ich dachte, wir sind 61 erst. Naja. Also, ich würde mal sagen, es geht, aber. Es ist jetzt so ein bisschen. An der Kippe zumindest aktuell. Sagen wir so. Es ist nicht viel. Wir könnten mit Amplis leveln. Ich glaube, wir hauen wahrscheinlich jetzt 2 Amplis rein. Hauen wir 3 rein. Wir haben eh 3 zu viel irgendwie. Tank hat 1 zu viel. Kriegen Master auch mit 3 zu viel. Keine Ahnung, wie es zustande kam, aber naja. Es ist wie es ist. Ja, gut. 15k Damage. Jetzt sind die XP auch ein bisschen besser. Ja, aber also hier mit den ganzen Force Master Buffs ist es schon krass, was das auch für Damage macht. Also das ist schon wirklich Tag und Nacht einfach. Also allein von der Crit-Rate, beziehungsweise ist auch wirklich vom Crit-Schaden her, das kann jeder 1 zu 1 mit. Ab Level, also ab 100%. Also das ist schon echt eine ziemlich krasse Sache. Wobei ich sagen muss, so schadenstechnisch, also. Man erreicht so mit der Zeit dann schon relativ schnell so ein Cap, wo es dann ein bisschen schwieriger wird, wieder an Schaden zu kommen und so. Also jetzt sind natürlich nicht hier, das ist klar, aber ich habe schon so ein bisschen gespürt, so wenn du mal deine Sockel und so hast, wenn du halt mal so ein bisschen Achterbogen hast und so, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Also dann
Ja, also man spürt schon, dass es dann nicht mehr ganz so easy ist und bleibt. Ja, gut, warte mal. Achso, und die 10% pro Map, okay. Ja, Geld kriegen wir auch wirklich mehr als genug irgendwie. Das ist passend, das ist schön. Und ich weiß übrigens, es gibt hier noch ein Peng-Angebot. Das klingt ja so blöd irgendwie. Das werden wir uns mal ganz genau anschauen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich eins davon in Anspruch nehme. Ich denke ja. Also auf dem Hauptcharakter werde ich eins in Anspruch nehmen, höchstwahrscheinlich. Das sage ich jetzt auch mal so. Ich habe hier in-game schon einige CWT gekauft. Ich könnte natürlich jetzt auch mit dem Geld, was ich habe, noch mehr CWT kaufen, fällt mir gerade ein. Also 750 kostet das günstige Angebot, das andere kostet 1750 oder irgendwie so im Dreh. Ja, da bin ich mir, wie gesagt, gerade noch nicht so ganz sicher. Ich denke mal, in die Richtung wird das Ganze wahrscheinlich irgendwie gehen. Also, das ist momentan so mein Plan. Vielleicht noch so viel möglich mit Ingame-Währung kaufen und den Rest halt eben donaten. Ich wollte es nicht machen und ich mag es auch nicht gern. Aber ich meine, gut, wir reden hier zumindest von CW-Fleifen, wir reden zumindest nicht von irgendeinem anderen PSA. Wir reden jetzt zumindest von einem Team, was korrekt ist, von einem Admin, was korrekt ist und so. Also, ja, es ist persönlich halt so ein bisschen mein eigenes Prinzip, für Fleif kein Geld mehr auszugeben. Aber auch in Season, boah, weiß ich nicht, 1 oder 2 oder so habe ich hier was war das, glaube ich, 25 donated oder 10 Euro donated, keine Ahnung, für einen Umhang. Und, also es ist noch im Rahmen, aber ich muss dazu sagen, so, also ich will sie keinen abbringen davon, also nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, irgendwie muss das Projekt finanzieren, also wäre ja dumm zu sagen, so, nee, donated nicht oder so, das ist einfach dumm. Aber, ja, mir ist es halt so ein Punkt, wo ich sage, so, nee, mache ich halt nicht gern, absolut nicht gern. Ich hasse Donaten. Ich weiß, es ist absolut. Es gibt gerade absolut keinen Sinn, was ich sage. Wenn ich sage, einerseits so, ja, irgendwie muss für das Projekt bezahlen und dann so, ja, will ja aber nichts dafür zahlen, so. Ist nach dem Motto, so, weiß ich, das ist mir vollkommen klar. Aber, ja, das ist halt trotzdem so mein Standpunkt, den ich einfach nochmal so ein bisschen klar machen wollte. Ich weiß, dass es halt vielleicht jetzt nicht 100% jeder versteht und das Ganze und so. Ich habe damals einfach so viel Geld dafür Offi rausgehauen, wo ich halt noch ziemlich jung war, also mit 12, 13, 14, vielleicht auch noch 15 Jahren, dann habe ich halt um die 700 Euro oder mehr ausgegeben. Und wenn man halt noch ein Kind ist, ist es halt unfassbar viel Geld. Das ist wirklich, also. Und dazu muss man auch sagen, es war 2008 rum. Ja, also ich meine, jetzt sind 700 Euro, was kriegst du für 700 Euro noch? Kannst du irgendwie 7 Mal einkaufen gehen? Früher konntest du mit 700 Euro 14 Mal einkaufen gehen, vielleicht sogar 20 Mal einkaufen gehen. Also, du musst ja auch schon so ein bisschen den Inflationsaspekt bedenken. Und halt einfach, dass ich halt damals einfach noch ein Kind war. Und das ist natürlich dann schon, also. Das ging dann wirklich auch so weit, da gab es auch diese Boxen, diese Lootboxen. Die sind halt echt schlimm, so, gerade wenn man halt noch jung ist. Und ich habe halt damals sogar extra angefangen, Zeitungen auszutragen, nur um diese. Wie hießen die Dinger? Da gab es diese Ultras damals, ich weiß nicht, wie die hießen. Nee, die hießen nicht Lucky Box, die hießen noch anders. Schatulle der Erfahrung. So hießen diese Scheiß-Dinger. Und ich habe. Ey, ich will gar nicht mehr damit anfangen. Ich habe so viel Geld dafür rausgehauen. So viel. Und dann teilweise auch noch so ineffizient über SMS-Anbieter. Also halt über SMS oder über Telefon, weil ich halt das. Also weil es ja keiner wissen durfte von meinen Eltern. Und die haben halt einfach 100%, 200% Aufschlag draufgeschlagen. Und mir war es halt egal, weil ich halt diese Dinger wollte. Und. Boah. Ich will gar nicht mehr damit anfangen. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich halt jetzt einfach so. Also ist es gar nicht mal so eine rationale Entscheidung, dass ich sage so, nee, ich will nicht, dass es so eskaliert oder so, oder ich habe das nicht unter Kontrolle. Nee, es ist einfach so, es ist ein bisschen irrational, aber ich sage einfach so, nee, will ich so nicht mehr einfach. So, ich habe für Fly richtig viel Geld ausgegeben, auch wenn es nicht für PSA war, aber so, das ist halt einfach vorbei, diese Zeit. Also, ja, das, ja. Also. So ist das halt einfach. Merkt gerade, wie krass wir das Patty leveln könnten in Astria? Ich finde, wir one-hitten diese Viecher halt meistens. Also, manchmal. Jetzt one-hitten wir wahrscheinlich.
4K HP nur, Alter, wir kriegen keine HP. So, dann kommen die Augus mal dran. Alter, wir tourten die Dinge auch. Krass. Also ich muss sagen, Schaden ist wirklich richtig krass. Aber die HP machen mir gerade so ein bisschen Sorgen irgendwie. Also generell so, ja, also vom Ranger vor allem müssen auch den Drum-Mobs killen dann irgendwie und so, aber... Ja, Ranger ist echt so ein bisschen so ein Trauerspiel. Also von HP zumindest. Ja, ich habe damals schon mit Ranger gespielt. Und ja, gut, ich meine, der Lusaka Crystal Bow, der hat auch einen HP-Effekt. Von dem her ist das dann, glaube ich, recht entspannt. Oder zumindest ein bisschen entspannter. Aber ich meine, wir haben sogar ein Acer-Set jetzt. Das habe ich damals noch gemacht. Vor ein paar Tagen. Und ich dachte mir halt so, ja gut, mit Acer, dann haben wir halt richtig gut HP und so. Und ich meine, es bringt aktuell 20% mit Upgrade-Bonus halt. Aber irgendwie... Irgendwie ist das gar nicht mal so lustig mit dem Set hier. Läuft nicht so. Knight hat 22,7 aktuell. Also der braucht halt, wie viel hat man gesagt? Der braucht 5, also ja, 45k braucht er. Alter, also ich weiß nicht, was wir dafür brauchen halt. Ich meine, das 120er Set könnte man halt nehmen für ein bisschen mehr Def und so weiter, aber... Ja, ich meine, auch das bringt uns jetzt keine Wunder. Denke ich jetzt mal zumindest. 23,3, wir kriegen ungefähr 800 HP pro Level, jetzt sagen wir mal 1K pro Level. Wir kriegen noch 13K HP, sind wir dann bei 36K. Da fehlen uns halt noch 9K. Hm. So richtig zufriedenstellend ist es noch nicht irgendwie. So eine normale Drumlock war halt gefühlt irgendwie echt easy zu tanken, aber hier, vor allem, das ist sogar der einfache Modus. Also ich meine, 60k ist jetzt... Ich weiß nicht, wie man 60k zusammenkriegt. Also mit einem Schmuckset auf alle Fälle. Und wenn man es abt und so, dann, ja, dann easy, aber... Aber ich meine, das muss man auch erstmal kriegen. Ich meine, ich... Ja, ich weiß es gerade nicht. Am Ende entscheide ich mich dann dazu, so, ja, scheiß auf Tramnook, ich kaufe mir Schmuckset zusammen und level einfach weiter. Und eine Waffe. Ja, boah. Ey, die HP macht mir gerade echt ein bisschen Kopf zu brechen. Ich meine, das Equipment vom Knight ist das gar nicht mal so schlecht. Der Helm hat sogar 35 STA erweckt. Gut, Suit hat nur 16. Da geht auf alle Fälle mehr. Ja gut, ich meine, der Hammer, den ich gestern bekommen habe, also wann auch immer bekommen habe, hat nur 14% HP von 24 Maximum. Der ist natürlich jetzt nicht so toll, wie er sein könnte. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem. Hm. Ja, ein wenig fraglich ist es gerade schon, wie wir es am besten machen. Ich meine, Pets halt könnte ich noch auf S leveln, das wäre natürlich auch nochmal krass. Aber halt, Pets Leveln ist mit so viel Geld und so viel Aufwand verbunden. Also nicht das Leveln, sondern halt die Mistakes. Ich habe letztens 180 Stück für Level 7 verbraucht. Ey, 180 Stück. So, XP-Stab rein. Mal schauen, was die beiden jetzt kriegen, die beiden Turteltäubchen. 5% pro Mob. 4 bis 5. Ja gut, das ist schon eine andere Nummer. Aber yo, Damage ist krass. Damage ist echt krass. Ich will einerseits jetzt, zu dem Mutant und andererseits würde ich hier jetzt noch ein bisschen weiter leveln, damit wir halt noch schnell das Pet auf 100% kriegen. Auch wenn das gar nicht so ganz 100% viel Sinn macht. Aber yo, ey, was wir... Ey, wie diese Dinger eskalieren. Gebt euch das mal. Also ich meine, mit dem Damage, was wir aktuell hier haben, und wir haben noch nicht mal einen Ulti-Bogen oder so, ey, da kann man schon was anstellen. Vor allem, überlegt man auch, was Thema Tramlook angeht.
Ey, der Boss, der geht doch weg wie nix. Ich meine, wenn die Mobs unter uns sind, dann machen wir sogar noch mehr Schaden. Viel mehr Schaden. Ich glaube, Crits steigen so um 50% oder so. Gut, er hat wahrscheinlich sau viel Death und so weiter. Ja, gut, aber... Also, ich bin mir schon sicher, so DPS-technisch werden wir locker über 100k kommen. Und ja, Dramnok, du, ich glaube, den... Also hier, Olokip, den ballern wir weg wie nix. Ach ja, hier ist dieses Peng-Offer. Ah, das ist so die ganz große Frage. Ich meine, das Set hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Also ich meine, guten Pets ist halt ultra wichtig und auch das Set ist halt schon geil. Muss man halt einfach mal sagen, also der Damage wird halt dann komplett eskalieren. Und halt ein Pet, wo man auch mal Beats reinpacken. Beats! Ich brauche Beats. Ich brauche das Set eigentlich, ich brauche das eigentlich zweimal. Ach nee. Das will ich eigentlich nicht. Ich meine, 28 Tage Premium ist auch geil. Und ich meine, halt 9000 Superior Wake Scrolls wären halt schon auch geil. Wobei ich jetzt sagen muss, ich bin von diesen Pay-to-Win Awake Scrolls hier nicht wirklich begeistert. Ich finde die nicht wirklich toll. Und natürlich liegt es auch an uns, einfach das zu unterstützen oder halt eben auch nicht zu unterstützen, was wir halt nicht gut finden oder was wir gut finden. Insofern ist natürlich schon auch einfach ein Zeichen, was man Standard mit jedem kauft. Ich meine, ich weiß auch nicht so, dieses Ding hier, Season 4 Peng Store Exclusive. Ich weiß nicht, ob es hier was Exklusives aus der Season 4 gibt. In der Season 5 macht es nicht mehr exklusiv. Was haben wir mehr? Was haben wir wirklich mehr? Ein Monat Premium. Gut. Aktuell spiele ich so aktiv, dass das wirklich lohnen würde. Wobei ich sagen muss, ich habe nicht mal anderen genutzt bisher. Speed, XP, Engine. Ja, ja. Drop Rate 5%. Es ist schon gut. Es ist schon definitiv ziemlich gut. 24 Stunden AFK-Vendor. Ja, das wird sich lohnen. Das wird sich schon lohnen. Und halt 7 Tage AFK-Collector, gerade fürs Pets leveln und für Sachen, die man da kriegt. Also 2 Stunden haben wir Zeit. Ich würde auf alle Fälle eine kleine Rechnung aufstellen, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis hier ist. Ach ja gut, 50 Amplis. Das sind halt so Sachen, die brauche ich nicht. Ich brauche keine 50 Amplis und dafür halt irgendwie Geld auszugeben, ist halt kacke. Ich hoffe momentan so, ich meine auch AFK-Collectors sind jetzt echt optional. Ich meine, die Superior Awake Scrolls, glaube ich, sind ganz cool, aber... Ja, so heftig krass ist das jetzt auch wieder nicht, also... Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da glaube ich, kaufe ich lieber zweimal das kleine Set für 57. Für beide Charaktere, für Knight und Dingensen hier. Also und mein Hauptcharakter. Und, ah jo, Pet, nice. Level 5, das ist doch gar nicht mehr so kacke. Ja, ich kaufe lieber dann beide halt und mach's dann halt lieber so, weil, also das ist halt für mich aktuell zumindest so das, ja, eigentlich sinnvollere. Also das ist halt aktuell so, was ich mir gerade denke da. Ich meine, wir können natürlich auch gerne mit Knight weiter leveln. Fällt mir gerade mal so auf. So mit Knight leveln? Kann man leveln mit Knight. Ich glaube, das ist ja gerade echt nicht so geil. Nochmal folgen hier. So. Zack. Nee, das wollte ich nicht. Das Fenster nach da. Moment. So, genau. Das einzige Problem wird ja wieder sein, dass man halt... Nee, wobei. Nee, das passt. Ja, schauen wir einfach mal. Ich bin mal gespannt. Also, ich denke, ich werde donaten. Wie viel und so und ob auf beiden Charakteren oder nicht, das ist halt jetzt noch nicht ganz sicher. Aber ja, ich denke, das kann man einmal machen. Alter, wir brauchen ja nicht mal Heal oder so einen Scheiß. Aber heftig.
Warte mal, haben wir gerade XP bekommen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ja doch, wir hatten glaube ich gerade weniger HP noch, oder? Ja, wir machen diesen Pull. Oh Gott, ich denke, ich vergesse immer diesen Pull. Keine Ahnung warum. Du weißt ja, das ist halt so nice einfach. Ja klar, man hat auch mehr Damage und so. Also sind 9 Level drüber und spürt man gar nicht irgendwie. Ja, also ich denke mit einem Pet, ich glaube das Pet wird halt echt so das Wichtigste für uns sein. Weil schau mal her, wir haben ja aktuell, wir haben 45% Blockrate, was halt richtig gut ist, was wirklich richtig gut ist. Und jetzt können wir noch einen B-Drive machen. Ich glaube, wie viel bringt das? Nochmal 7% und nochmal 3% Blockrate, sind wir bei 55% Blockrate. Nochmal 10% mehr HP. Das sind, ja gut, das wird jetzt glaube ich nicht so krass sein, aber ein bisschen was glaube ich wird schon ausmachen. Also so insgesamt, ich denke schon, ja doch. Dass wir die HP dann vielleicht einigermaßen easy erreichen. Wobei ich erst nochmal schauen muss, was dieses komische Set da bringt. Dieses Tonight Set, dieses 40% vom Dragon Set Set. Das muss sich ja lohnen und so, ist halt klar irgendwie, ja. Aber gut, nehmt dann erstmal danke fürs Zuschauen.